Schaut man sich die Detransitioner an, das sind Kinder, die bestätigt wurden. Sie erkennen, dass ihre ursprünglichen Probleme mit der psychischen Gesundheit nie angegangen wurden. Sie wurden auf ein Fließband zur Medikalisierung gesetzt. Durch die Hormone und die Operationen, die sie hinter sich haben sie möglicherweise viele weitere medizinische Probleme. Das können wir nicht ignorieren. Heute sind wir hier mit Dr. Miriam Grossman, Erwachsenen- und Kinderpsychiaterin und Autorin von You're Teaching My Child What? In dieser zweiteiligen Episode gehen wir den Ursprüngen der Gender-Ideologie auf den Grund, warum in vielen europäischen Ländern die Alarmglocken läuten, wenn es um die genderaffirmative Behandlung geht, warum in Amerika zunehmend sogar in Kindergärten über Geschlecht und Sexualität unterrichtet wird. Es ist eine Weltanschauung. Und diese besagt, dass Kinder von der Wiege bis zur Bahre sexuell sind. Das ist American Thought Leaders und ich bin Jan Jekielek. Miriam Grossman, schön, dass Sie heute bei American Thought Leaders dabei sind. Schön, hier zu sein, Jan. Danke für die Einladung. Viele unserer Zuschauer kennen Sie vielleicht aus dem neuen Film What is a Woman? Sie scheinen eine andere Meinung zu haben als viele andere Experten. Ich denke, zu Beginn möchte ich herausfinden, wer ist Miriam Grossman? Was macht sie aus? Wie sind Sie zu Ihrem Fachwissen gekommen? Ich bin Fachärztin für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie. Ich arbeite seit beinahe 40 Jahren in der Psychiatrie und war 12 Jahre lang Psychiaterin für Studenten an der UCLA. Dabei wurde mir bewusst, dass viele der Studenten, die in meine Praxis kamen, entweder wegen Depressionen, Angstzuständen oder Schlaflosigkeit dort landeten, infolge der sexuellen Entscheidungen, die sie getroffen hatten. Es handelte sich um junge Menschen, die sich mit Fremden einließen, mit Menschen, die sie kaum kannten und die dann später mit ihren Gefühlen darüber fertig werden mussten. Sie beschäftigten sich mit der Möglichkeit, eine sexuell übertragbare Infektion zu haben oder damit, dass bei ihnen eine sexuell übertragbare Infektion diagnostiziert wurde. Sie machten sich Sorgen darüber, ob sie HIV haben könnten, machten sich Sorgen darüber, schwanger zu sein oder waren tatsächlich schwanger und brachen die Schwangerschaft entweder einmal oder mehrmals ab. Bei meinen Patienten handelte es sich um sehr intelligente, erfolgreiche und ehrgeizige junge Menschen. Die UCLA nimmt die besten 2-3% aller Highschool-Absolventen des Staates auf. Sehr kluge Kinder, die über viele Themen sehr gut informiert sind. Aber bei diesem speziellen Thema waren sie nicht gut informiert. Sie waren zum Beispiel der Meinung, dass man mit jedem sexuell aktiv sein kann, egal ob man seine Vergangenheit kennt oder nicht. Solange man ein Kondom benutzt, ist es in Ordnung. Man ist sicher. Macht einfach weiter und hab eine tolle Zeit. It's okay, you'll be safe, just go ahead, have a great time. Das ist eine falsche Information. Selbst mit einem Kondom ist der Schutz vor Schwangerschaft und bestimmten sexuell übertragbaren Infektionen eher gering. Und ganz sicher gibt es keinen Schutz vor den emotionalen Folgen, die entstehen, wenn man mit jemandem intim wird, den man nicht kennt, und ihn dann wiedersehen will, weil man eine Art Bindung empfindet. Diese Person interessiert sich nicht einmal für ihren Namen oder ihre Telefonnummer. Das sind Irrtümer. Die Vorstellung, dass alle Arten von Sexualverhalten das gleiche Infektionsrisiko bergen. Die Vorstellung, dass ein Schwangerschaftsabbruch und eine Abtreibung mit der Entfernung der Weisheitszähne vergleichbar wären. Ich habe entschlossen, mich der Sache anzunehmen und mir die Geschichte anzuschauen. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe schließlich zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch heißt Unprotected, A Campus Psychiatrist Reveals How Political Correctness in Her Profession Endangered Every Student. Ich erklärte, dass es bei bestimmten Aspekten meines Berufs, insbesondere bei der sexuellen Gesundheit, nicht mehr um den Schutz der Gesundheit ging. Es ging um Ideologie.
Dann schrieb ich ein zweites Buch, speziell über die Sexualerziehung und ihre Geschichte. Es heißt You're Teaching My Child What? Darin geht es hauptsächlich um die Informationen, die sich an jüngere Kinder in den Schulen richten. Das Buch wurde 2009 geschrieben. Darin gibt es ein Kapitel mit dem Titel Genderland, in dem ich mich mit der Frage beschäftige, was Geschlecht ist und welche Vorstellungen über die Geschlechtsidentität bei kleinen Kindern verbreitet werden. Damals machte ich die Eltern darauf aufmerksam, dass sie wachsam sein sollten gegenüber der Ideologie, die in der Sexualerziehung herrscht. Es ist eine gefährliche Ideologie, für die ihre Kinder und ihre Familien einen hohen Preis zahlen werden. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich das Kapitel in Ihrem letzten Buch gelesen. Das Unglaubliche daran war, dass vieles von dem, worüber wir heute sprechen, wovon ich 2009 noch keine Ahnung hatte, schon so gut wie festgeschrieben war. Lassen Sie uns dort beginnen. Sie sagen, dass es gefährliche Ideen gibt. Was sind das für gefährliche Ideen? Sie haben recht, es war für die meisten Menschen nicht erkennbar. Aber es gab ein paar mutige Personen, die viele dieser Informationen ans Licht gebracht haben. Ich möchte Dr. Judith Reisman erwähnen, weil sie ihr Leben der Aufdeckung von Kinsey und seiner Arbeit gewidmet hat. All dies begann mit Kinsey. Sie ist erst vor einem Jahr verstorben und ich möchte ihre Arbeit würdigen. Was die Gender-Ideologie betrifft, so war es Dr. John Money, der diese Theorie entwickelt hat. Er kam auf die Idee, dass die Biologie einer Person, ihr Körper und ihre Chromosomen völlig unabhängig sind zu ihrem Gefühl, ob sie männlich oder weiblich seien. John Money war ein gestörtes Individuum. Er wuchs in einem Elternhaus auf, wo der Vater Alkoholiker war, der aggressive Ausbrüche hatte und John und seine Mutter schlug. John Moneys Vorstellung von Männlichkeit war daher die eines Monsters. John and his mother. And so John Money's image of masculinity was that of a monster. He wrote about how er schrieb darüber, dass er sich mit seiner männlichen Identität und seinen Genitalien unwohl fühlte. Er hatte das, was wir heute als Gender-Dysphorie bezeichnen würden. Er stellte eine Theorie auf, mit der er sich selbst als Mann besser fühlen konnte. Seine Theorie lautete, dass, wie ich schon sagte, die Biologie völlig unabhängig von der Identität ist und dass die Identität die Biologie sogar überlagert. John Money hatte in den 50er und 60er Jahren eine prominente Position am Johns Hopkins. Und er gehörte zu einem Team, das mit Kindern arbeitete, die damals als Hermaphroditen und heute als Intersex bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um sehr, sehr seltene Individuen, die aufgrund einer medizinischen Erkrankung mit Störungen der sexuellen Entwicklung geboren werden. Sie haben entweder abnorme Chromosomen oder abnorme endokrine Störungen. Aus diesem Grund sind ihre Genitalien bei der Geburt weder eindeutig männlich noch weiblich. Für John Money war dies sein Spezialgebiet. John Money machte sich daran, der Welt seine Theorie der Geschlechtsidentität zu beweisen. Der perfekte Fall tauchte 1967 in seinem Büro auf. Und zwar eine Familie aus Kanada. Die Eltern waren Anfang 20. Eine Arbeiterfamilie mit Highschool-Abschluss. Die Mutter hatte etwa anderthalb Jahre zuvor Zwillinge zur Welt gebracht. Normale Jungen, kein Problem. Die Eltern brachten die Jungen zur Beschneidung, als sie etwa 8 Monate alt waren. Und die Jungen hießen Brian und Bruce. An diesem Tag stimmte etwas mit den Geräten nicht. Es gab eine Fehlfunktion.
Und Bruces Penis wurde verbrannt. Er war einfach bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Eltern nahmen Bruce mit nach Hause. Was sollten sie jetzt tun? Was um alles in der Welt sollten sie tun? Sie wandten sich an verschiedene Ärzte, die ihnen verschiedene Ratschläge gaben. Schließlich sahen sie eines Tages fern und Dr. Money erklärte im Fernsehen, dass ein Junge tatsächlich wie ein Mädchen aufgezogen werden könnte, wenn man früh genug damit anfänge. Ein Junge mit normalen XY-Chromosomen, der mit normalen Genitalien geboren wird, könnte durchaus als Mädchen erzogen werden. As long as the child is given, feminine. Remember, this was the time of stereotypes. Bedenken Sie, dass dies die Zeit der Stereotypen war. Dr. Money sagte, zieht dem Mädchen rosa Kleider an, gebt ihr Puppen und gebt ihr einen Mädchennamen. Der Junge wird sich als Mädchen sehr wohlfühlen. And so the parents. Und so waren die Eltern sehr begeistert davon. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es sich um eine relativ ungebildete Arbeiterfamilie handelte. In Interviews, die später mit den Eltern geführt wurden, erklärten sie, wie beeindruckt sie von John Money waren. John Money war der Professor schlechthin, kultiviert, weltgewandt, redegewandt und sehr überzeugend. Sie gingen ins Johns Hopkins, um Dr. Money zu treffen und sich beraten zu lassen. Sie dachten, dass Dr. Money die Antwort auf ihr Problem wäre. Aber wie sich herausstellte, waren sie die Antwort auf Dr. Moneys Problem, denn er hatte offensichtlich jahrelang nach einem Fall wie diesem gesucht, bei dem er zwei Kinder haben würde, die im Grunde genommen Klone voneinander sind, eineiige Zwillinge mit identischen genetischen Anlagen, einer identischen pränatalen Umgebung, und beide Zwillinge wurden in der gleichen Umgebung aufgezogen. Das war also einfach perfekt. Außerdem war dies eine Zeit, in der die Gesellschaft eine Debatte über Natur und Erziehung führte. John Money vertrat die Hypothese, dass wir in Bezug auf das Geschlecht als unbeschriebenes Blatt geboren werden. Er riet den Eltern, Bruces Namen sofort in einen Mädchennamen zu ändern, ihm Mädchenkleidung anzuziehen, allen zu sagen, dass er ein Mädchen ist und ihm niemals die Wahrheit über seine Geburt und das, was mit ihm geschehen ist, zu sagen. Tell everybody that he's a girl and never, ever tell him the truth about his birth and what happened to him. Dr. Money sagte, wenn ihr es Brenda erzählt, sie nannten ihn schließlich Brenda, wenn ihr es ihr erzählt, dann sabotiert ihr die ganze Sache. Erst dann, so versprach er, würde sie zu einer normalen, gesunden Frau heranwachsen. Sie würde zwar nicht fruchtbar sein, aber ansonsten wäre sie normal und gesund und würde sich als Frau wohlfühlen. So they did that. Das taten sie dann auch. Er empfahl Bruce zu kastrieren, seine Hoden zu entfernen, seinen Penis zu entfernen und eine Art weibliches Genital zu konstruieren. Er unterzog sich dieser Operation im Johns Hopkins. And so he went through that surgery at Johns Hopkins. So, what happened to the twins? Was geschah mit den Zwillingen? Was geschah mit seiner Familie? Die Familie reiste einmal im Jahr dorthin, um John Money zu besuchen. Während dieser Besuche traf sich John Money mit den Zwillingen einzeln. Er begann in der Literatur zu berichten, dass er dieses Experiment durchführte. Und im Laufe der Jahre berichtete er, dass es den Zwillingen gut ging, dass Brenda sich wunderbar anpasste, dass sie nie etwas über ihre Identität in Frage stellte, dass sie sehr feminin war.
Sie fügte sich in die Gruppe der anderen Mädchen ein. Sie machte sich gut in der Schule und zu Hause. Als die Zwillinge etwa 10 Jahre alt waren, veröffentlichte er einen größeren Bericht. Als Reaktion auf all diese Berichte, die er darüber veröffentlichte, wie gut es Brenda ging, erhielt er sowohl von der Fach- als auch von der allgemeinen Presse eine große Aufmerksamkeit. From both the professional and lay press. He had proven, er hatte bewiesen, dass seine Gender-Theorie richtig war. Er hatte bewiesen, dass die Frage, ob man männlich oder weiblich ist, auf das Umfeld, in dem man aufwächst, zurückzuführen ist. Er erhielt viele Auszeichnungen. Er erhielt sogar 25 Jahre lang ununterbrochen Fördermittel vom NIH. Seine Ideen über das Geschlecht wurden institutionalisiert und sofort im gesamten Bereich der Medizin, der geistigen Gesundheit und der Psychiatrie übernommen. Aber auch außerhalb der Medizin, in der Kindererziehung, der Bildung, der Soziologie und dem Feminismus. Outside of medicine as well, of course, in, you know, child rearing and education and, you know, Sociology and feminism. So we didn't hear anything else. Über die Zwillinge war nichts mehr zu hören. Bis 1999 hat sich Brenda geoutet und angefangen, über das Vergangene zu sprechen. About what had happened. Brenda was no longer Brenda. Brenda war jetzt nicht mehr Brenda. Brenda war jetzt David. Okay, the entire thing. Die ganze Sache war ein Schwindel. It was a hoax. Es war ein Schwindel. So-called Brenda. Die sogenannte Brenda hatte sich überhaupt nicht an diese weibliche Identität gewöhnt, die man ihr aufgedrückt hatte. At all. Sie oder er, ich werde sagen er, war schon immer sehr männlich und sehr kämpferisch gewesen mit seinem Auftreten, seiner Art zu gehen und zu reden. Die Kinder haben sich über ihn lustig gemacht und ihn Höhlenfrau genannt. Er bevorzugte die Spielsachen seines Bruders. Er wollte die Kleider nicht tragen, in die ihn seine Eltern steckten. Er hätte sie heruntergerissen. Er wollte rau und ungestüm spielen. In der Grundschule erzählte er, dass er Automechaniker oder Müllmann werden wollte. Hier sind wir also gezwungen, zu diesen Klischees zurückzukehren. Aber in diesem Fall ist es beim Erzählen dieser Geschichte sehr wichtig, dass die Eltern, obwohl sie die Anweisungen von John Money genau befolgten, große Probleme mit diesem Kind hatten. Und die Probleme häuften sich immer mehr. Er wollte sogar im Stehen pinkeln. Er wollte lernen, wie man sich rasiert. Er sah zu, wie sein Bruder seinem Vater beim Rasieren zusah. Seine Mutter sagte, Brenda, ich backe gerade Kekse. Komm zu mir in die Küche und lass uns zusammen Kekse backen. Und Brenda David sagte, nein, nein, ich will Papa beim Rasieren zusehen. Dies ist alles in dem Buch von John Colapinto. Pinto mit dem Titel As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, dokumentiert. Es wird nicht mehr gedruckt, ist aber immer noch erhältlich. Es ist ein unglaublich wichtiges Buch von John Colapinto. Bei diesen jährlichen Besuchen bei Dr. Money fühlten sich die Zwillinge in John Moneys Gegenwart sehr unwohl. Very uncomfortable in John Money's presence. Because he was abusing them, weil er sie sexuell missbrauchte, forcing them to undress, indem er sie zwang, sich auszuziehen und verschiedene sexuelle Stellungen nachzuspielen. Act out different, es waren Kinder, mit denen er dies tat. These were kids that he was doing this with. Sie hatten Angst, es ihren Eltern zu sagen. Die Eltern hatten keine Ahnung, was vor sich ging. Schließlich weigerten sich die Zwillinge weiter, dahin zu gehen. Und das ist der Grund, warum die Familie aufhörte, zu Dr. Money zu gehen, als sie etwa 10 Jahre alt waren. Die Zwillinge weigerten sich einfach. Sie wurden sexuell missbraucht. Und eventuell
Schließlich begann die Familie David zu einem Psychiater und einem Psychologen zu bringen. Und sie erzählten diesen Fachleuten die wahre Geschichte. Als David in die Pubertät kam, merkte er, dass er sich romantisch zu Mädchen hingezogen fühlte. Und sein ganzes Leben lang hatte man ihm gesagt, er wäre ein Mädchen gewesen. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Und er wurde selbstmordgefährdet. Sein Therapeut sagte den Eltern, sie müssen den Zwillingen die Wahrheit sagen. Denn dies betraf die ganze Familie, nicht nur Brenda David. Es betraf auch seinen Bruder in großem Maße. In fact, it's funny, you know, tatsächlich, es ist lustig, denn als die Zwillinge später darüber sprachen, stellte sich heraus, dass David Brenda eigentlich viel härter und durchsetzungsfähiger war als sein Bruder. Er ging dazwischen und verprügelte Kinder. Brenda, alias David, verprügelte Kinder, weil sie seinen Bruder verprügelten. Wie auch immer, der Therapeut sagte den Eltern, sie müssen es den Kindern sagen. Also nahmen der Vater und die Mutter eines Tages jeweils eines der Zwillinge und sagten ihnen die Wahrheit. Jahre später kann man auf YouTube Videos dazu sehen, in denen sich David an den Moment erinnert, in dem ihm gesagt wurde, dass er als Mann geboren wurde. Er sagt, dass er in diesem Moment ein solches Gefühl der Erleichterung verspürte, dass er nicht verrückt war. Er war immer ein Junge gewesen, ungeachtet dessen, was ihm alle gesagt hatten. Ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, Jan. Und jedes Mal, wenn ich sie erzähle, bekomme ich eine Gänsehaut. Sofort beschloss er, als Junge zurückzukehren und als solcher zu leben. Er besorgte sich Jungenkleider, schnitt sich die Haare und nahm den Namen David an. Warum nahm er den Namen David an und warum nicht den Namen Bruce, seinen richtigen Namen? Er nahm den Namen David an, weil er das Gefühl hatte, dass er bis zu diesem Zeitpunkt gegen ein Monster in seinem Leben ankämpfte. Dieses Monster, das ihm von allen um ihn herum, auch von Dr. Money, vorgegaukelt wurde, dass er etwas ist, was er nicht ist. Er identifizierte sich mit David, der gegen Goliath kämpfte. Und so nahm er den Namen David an. Offensichtlich nahm er kein Östrogen mehr ein und musste medizinische Behandlungen und Operationen über sich ergehen lassen und männliche Hormone zu sich nehmen. Schließlich heiratete er eine Frau mit zwei Kindern. Er war Hausmeister auf einem Schlachthof. Und war Vater für diese beiden adoptierten Kinder. Es hört sich an, als hätte es ein gutes Ende genommen, aber es hatte überhaupt kein gutes Ende. Sein Bruder Brian endete mit einer Überdosis. Er wurde süchtig und nahm eine Überdosis. Durch die Auswirkungen dessen, was er in seiner Kindheit mit Dr. Money durchgemacht hatte, und durch all die schrecklichen Dinge, die in der Familie passiert waren, zahlte er einen hohen Preis dafür. Und dann, zwei Jahre später, beging David Selbstmord. Er erschoss sich. So, what can we take from this story? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Zunächst einmal müssen wir die unglaubliche Arroganz eines professionellen, hochrangigen Akademikers erkennen, der weithin respektiert wurde und viel erreicht hatte. Wir müssen die Arroganz erkennen, mit der er diese Familie ausnutzte, um sie als Beweis für seine Theorie hinzustellen. Und die unmoralische Art, sie offensichtlich sexuell zu missbrauchen, aber auch zu lügen. Und in der psychologischen Literatur diesen Schwindel über den Erfolg dieses Experiments zu verbreiten.
in the psychological literature regarding the success of this experiment. So John Money was a very bad man. John Money war ein sehr schlechter Mensch. Und doch basiert die gesamte Industrie, die gesamte Gender-Ideologie und all diese Kliniken und Krankenhäuser und die Gender-Erziehung und die Fahnen und die ganze Bewegung, die im Grunde zu einer Bürgerrechtsbewegung geworden ist, auf einem Konzept, das nie bewiesen wurde. On a concept that was never proven. In fact, the opposite was proven. Vielmehr wurde das Gegenteil bewiesen. Dieses ganze Konzept, dass die Identität als Mann oder Frau völlig unabhängig von der Biologie ist, erwies sich durch das Experiment von John Money als falsch. By John Money's experiment. But because he was so successful in Aber weil er so erfolgreich darin war, seine gefälschten Ergebnisse zu veröffentlichen und zu verbreiten. Und weil seine gefälschten Ergebnisse institutionalisiert wurden und zur akademischen Doktrin innerhalb der psychischen Gesundheit und der Soziologie und all diesen anderen Bereichen wurde, sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Es gibt viele Studien im Bereich der Hormone, im Bereich des Verhaltens und an der Schnittstelle dieser beiden Bereiche, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Biologie und Identität befassen. Ich möchte Sie bitten, mir kurz zu sagen, was die wissenschaftliche Literatur dazu zu sagen hat. Man hört so selten davon. Zu der Zeit, als John Money seine Gender-Theorie propagierte, glaubte man, dass nur sehr wenige Informationen auf dem Y-Chromosom vorhanden seien. Man glaubte, es sei eine genetische Einöde, so nannte man es. Die einzigen Informationen auf dem Y-Chromosom würden sich auf die Gesichtsbehaarung, die Genitalien, die tiefere Stimme und solche Dinge beziehen. Und ansonsten sei es leer. Es gäbe dort nichts. Seitdem haben wir das menschliche Genom entschlüsselt. Das Y-Chromosom ist vollgepackt mit Informationen, die es nur bei Männern gibt. Es hat Auswirkungen auf jedes einzelne System im Körper. Okay, dabei geht es nicht nur um das Fortpflanzungssystem, den Bartwuchs oder die tiefere Stimme. Es geht um das Herz, die Nieren, den Magen-Darm-Trakt, das Gehirn, das Immunsystem und so weiter. The immune system and the list goes on and on. So we know now, wir wissen jetzt, dass die Tatsache, ob ein Mensch zwei X oder ein X und ein Y hat, in fast jeder Zelle mit einem Zellkern im Körper Auswirkungen auf die Physiologie auf zellulärer Ebene, auf Organebene und auf physiologischer Ebene hat. On a cellular level, on an organ level, on a physiology level. And there's a new. Es gibt ein neues Fachgebiet in der Medizin, das sich genderspezifische Medizin nennt. Eigentlich sollte sie geschlechtsspezifische Medizin heißen, aber das ist ein anderes Thema. Die Begriffe Geschlecht und Gender haben zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen, werden aber jetzt gleichbedeutend verwendet. Jedenfalls konzentriert sich dieses neue Fachgebiet, die genderspezifische Medizin, auf das, was ich gerade erklärt habe, nämlich die Bedeutung der Chromosomen für die Funktionsweise aller Organsysteme und auch für die Pharmazie, die Entwicklung neuer Medikamente, die Behandlung von Krebs und die Behandlung von Frauen, die schwere Verbrennungen erlitten haben. Treatment for cancer, treatment for like women who have been badly burned do worse than men. We know that certain. Wir wissen, dass bestimmte Herzrhythmusstörungen bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. In men and in women. I mean, there's a textbook that's about this. Es gibt ein Lehrbuch, ungefähr so dick, mit dem Titel Principles of Gender Specific Medicine.
Sie sehen also, dass dies sehr wichtig ist, da diese Gender-Ideologie so stark zugenommen hat und so prominent geworden ist. Dass es so weit kam, da gab es eine Umfrage. Die New York Times brachte vor ein paar Tagen eine Sienna-Umfrage heraus mit der Frage, glauben Sie, dass Gender etwas völlig anderes ist als die Biologie, als das Geschlecht? In der Gruppe der 65-Jährigen und Älteren stimmten, glaube ich, 18% zu. Aber in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen glauben 61% der Befragten, dass Gender etwas anderes sei als Geschlecht, also wie die Theorie von John Mann. Und glauben Sie mir, wenn wir die Jüngeren fragen würden, wenn wir die 10- bis 18-Jährigen fragen würden, dann wären es 90%. So, John Money's John Money's Theorie, die sich als falsch erwiesen hat und für die es nie ein anderes Experiment gegeben hat, das seine Theorie bestätigt hätte, seine Theorie ist also das, was der Mehrheit der jungen Menschen indoktriniert wurde zu glauben. Und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig. Ich verwende das Wort indoktriniert, weil ihnen diese Ideen, diese falschen Ideen immer und immer wieder von Leuten erzählt werden, die Autoritätspositionen besetzen. Und ein Kind, das seinen Lehrer herausfordert, als ob das wirklich passieren würde, oder? Denn kleine Kinder verehren ihre Lehrer und kleine Kinder vertrauen ihren Lehrern und sie werden sie nicht in Frage stellen. Aber nehmen wir mal an, es gibt ein Kind, das aus einer Familie kommt, in der es etwas anderes gehört hat und das vielleicht aufsteht und sagt, oh, ich habe aus der Bibel gelernt, dass Gott gesagt hat, Mann und Frau, ich habe sie erschaffen. Nun, was ist damit? Dieses Kind wird sich dann als Außenseiter fühlen. Es wird ausgegrenzt werden. Man wird ihm sagen, dass es transphobisch oder rassistisch ist oder irgendetwas in der Art, diese Verleumdungen eben. Ich kenne kein Kind, das in der Schule zum Außenseiter werden möchte. Wenn ich das Wort indoktriniert verwende, dann meine ich damit diese Vorstellung, dass die Gender-Identität von der Biologie getrennt ist und dass man sich seine Gender-Identität aussuchen kann. Übrigens ist die Gender-Identität nicht auf männlich oder weiblich beschränkt. Es ist ein Spektrum. Es gibt viele verschiedene Identitäten. Das alles wird als Wahrheit dargestellt. So wie Kinder vielleicht lernen, dass die Hauptstadt von Kalifornien Sacramento ist und was 5 zum Quadrat ist. Es wird ihnen beigebracht, dass dies Fakten sind. Es sind Tatsachen. Man sagt ihnen, dass Gender zwischen den Ohren und das Geschlecht zwischen den Beinen liege und dass beides nichts miteinander zu tun habe. Du kannst dich auf eine wunderbare genderspezifische Reise begeben und erforschen, welches Geschlecht du bist und welches Gender du bist. Sollte man sich für ein anderes Gender entscheiden, dann stehen einem diese Möglichkeiten der medizinischen Behandlung offen. Und die einzige Option, über die wir sprechen werden, ist die genderaffirmative Behandlung, also nur die Genderbestätigung. Dieses Konzept der genderaffirmativen Behandlung, die Sie gerade erwähnt haben, wird so dargestellt, als gäbe es einen wissenschaftlichen Konsens darüber und als sei dies der richtige Weg, weil es wissenschaftlich belegt wäre. Sie haben dargelegt, dass das absolut nicht stimmt. Was ist die genderaffirmative Behandlung? Bitte erklären Sie das kurz. Und dann, was ist der Konsens? Gibt es einen?
Gender-affirmative Behandlung bedeutet, dass wir die Identität des Kindes akzeptieren, unabhängig davon, wie alt es ist oder unter welchen anderen Umständen es leidet. Wir akzeptieren sie und geben ihnen die Behandlung, die sie sich wünschen. Wenn sie Angst vor der einsetzenden Pubertät haben, geben wir ihnen Blocker. Wenn sie nach ein paar Jahren Blocker mehr dem anderen Geschlecht entsprechen möchten, geben wir ihnen gegengeschlechtliche Hormone und später dann die Operationen. Kinder ändern ständig ihre Meinung über alle möglichen Dinge. Ehrlich gesagt tun Erwachsene das auch. Aber Kinder tun es besonders, wenn sie sich selbst entdecken. Ja, natürlich. Natürlich tun sie das, vor allem im Jugendalter. Die Entwicklung des Heranwachsenden ist zu einem großen Teil eine Suche nach Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was möchte ich in meiner Zukunft tun? Welchen Beruf werde ich ergreifen? Welcher Ethnie gehöre ich an? Von Kindern, die vielleicht eine gemischte ethnische Herkunft haben, welche Religion habe ich? Hier geht es um die Suche nach der Identität. Wer bin ich? Das ist ein zentraler Bestandteil der Adoleszenz und des jungen Erwachsenenseins. Es ist gesund, sich dieser Suche zu unterziehen und sie zu durchlaufen. Aber das ist eine ganz andere Sache, wenn wir über die Gender-Identität sprechen. Denn bei der Gender-Identität sagen wir den Kindern, dass sie herausfinden müssen, ob sie männlich oder weiblich sind. Wir sagen jungen Menschen, dass dies tatsächlich etwas ist, das von Gefühlen und Neigungen abhängig sein kann und dass es fließend ist. Unseren Mädchen wird jetzt eingeredet, dass sie, wenn sie nicht stereotyp weiblich sind, sehr wohl ein Junge sein könnten und besser zu den Jungen passen würden. Ihr Leben würde besser mit ihren Gefühlen und dem, was sie für sich selbst empfinden, übereinstimmen, wenn sie zum Mann werden, als ob das überhaupt möglich wäre. Sie müssen nur einmal die Manipulation der Sprache und den Orwellschen Sprachgebrauch zur Kenntnis nehmen, wenn der Begriff gender-affirmativ verwendet wird. Es wird mit dem Körper experimentiert. Die Menschen zahlen einen enorm hohen Preis für diese medizinischen Experimente. Das alles ist einfach so verkehrt. Ich fühle mich, Jan, als würde ich in einem Paralleluniversum leben. Das eine Universum ist die gesamte Gender-Industrie, zu der auch Washington gehört, sowie der Präsident, ebenso wie sein stellvertretender Minister für Gesundheitspflege und soziale Dienste. Dr. Levine, der sich geoutet hat und Eltern anweist, dass sie, sollten sie ein Kind haben, das sein Geschlecht in Frage stellt, es von entscheidender Bedeutung ist, dass sie ihm so bald wie möglich eine gender-affirmative Behandlung zukommen lassen und es im Grunde auf den Weg zu medizinischen Eingriffen bringen. Nahezu alle Berufsverbände machen mit. Die American Academy of Pediatricians, die American Psychological Association, die American Association of Child and Adolescent Psychiatry und die American Association of Endocrinology. Alle diese Organisationen sind von dieser Ideologie erfasst worden. Lassen Sie mich hier einhaken. Wenn ich das Kapitel Genderland in Ihrem Buch von 2009 lese, dann ist alles, was wir hier diskutieren, einschließlich der biologischen Grundlagen für Verhalten und Männlichkeit und Weiblichkeit sowie diese medizinischen Interventionen und genderaffirmative Behandlung, all das existiert seit 2009. Aber irgendwie hat es in unserer Gesellschaft oder in unserem gesellschaftlichen Diskurs keine zentrale Rolle gespielt. Aber heute tut es das sehr wohl. Wie Sie bereits sagten, folgen alle diese Institutionen, die die wichtigsten medizinischen Einrichtungen in unserem Land sind,
diesem angeblich falschen Modell. Es ist schwer vorstellbar, wie das überhaupt möglich ist, wenn man sich die Literatur über Biologie und diese Realitäten ansieht. Nun, bis in die 90er Jahre haben wir keine Hormone und Operationen für die Umwandlung in das andere Geschlecht angeboten. Es sei denn, man war ein Erwachsener. Diese Behandlung stand Kindern überhaupt nicht zur Verfügung. Und normalerweise waren es Männer in ihren 30ern und 40ern. Als ich in den 70er und 80er Jahren Medizin studierte, galten Störungen der Geschlechtsidentität oder Transsexualismus als sehr, sehr selten. Sie waren etwas, über die wir in den Lehrbüchern lasen und dem wir nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Das galt auch für meine Ausbildung in der Psychiatrie und Kinderpsychiatrie. Ich kann mich nicht an eine einzige Vorlesung zu diesem Thema erinnern. Was passiert ist, ist, dass diese Personen, diese Männer, die in den 90er Jahren und davor den Übergang zu einem Leben als Frau vollzogen haben, ihre psychische Gesundheit nicht in dem Maße verbessert haben, wie es erwartet wurde, wie es gewünscht war, weil sie nicht einfach als Frauen durchgehen konnten. Sie sind als männliche Jugendliche durch die männliche Pubertät gegangen. Und das hat sie sowohl innerlich als auch äußerlich vermännlicht. Aber konzentrieren wir uns jetzt nur auf das Äußere. Sobald ein Junge die männliche Pubertät durchlaufen hat, ist seine Stimme dauerhaft tief. Er hat eine Gesichtsbehaarung, Körperbehaarung, größere Hände, größere und längere Gliedmaßen, mehr Muskelmasse und breitere Schultern. All dies erschwerte es den Betroffenen, sich als Frau auszugeben, selbst wenn sie Östrogene und Antitestosteron-Medikamente einnahmen. Und sich operieren ließen. Anti-testosterone medication and had operations. In Bezug auf ihre psychische Gesundheit ging es ihnen also nicht so gut. Zahl der Depressionen, Ängste, Selbstmordgedanken und tatsächlichen Selbstmorden war nach wie vor sehr hoch. Ärzte in Holland kamen auf die Idee, dass man diese Personen, wenn man sie nur rechtzeitig vor der Pubertät erkennen würde, daran hindern könnte, ihre eigene Pubertät zu durchlaufen und sie stattdessen durch die weibliche Pubertät leiten könnte. Und dass sie es dann als Erwachsene viel leichter hätten. Vielleicht wäre ihre psychische Gesundheit besser und ihr Selbstmordrisiko wäre geringer. Das ist der Grund für die ganze Sache. Diese niederländischen Forscher haben sich folgenden Plan ausgedacht, der heute als Dutch Protocol bezeichnet wird. Ihr Plan war, dass man Kinder in einem frühen Alter identifizieren muss, die seit vielen Jahren unglücklich und unzufrieden mit ihrem Geschlecht sind. Und bei denen es mit Beginn der gleichgeschlechtlichen Pubertät noch schlimmer wird. Ihnen werden also, wie zu Beginn der Pubertät, bestimmte Anzeichen der Pubertät zugestanden, die ihr Unbehagen mit sich selbst verstärken. Man kann diese Kinder also identifizieren. Sie sollten keine psychischen Probleme haben, abgesehen von ihren Gender-Problemen. Sie haben eine kleine Gruppe ausfindig machen können, auch wenn es ungewöhnlich und selten ist, dass ein vorpubertäres Kind unter seinem biologischen Geschlecht leidet und darauf besteht, entweder das andere Geschlecht zu sein oder das andere Geschlecht sein zu wollen und dass dies über Jahre hinweg anhält. Das war ungewöhnlich und ein seltener Zustand. Es war also nicht einfach, diese Gruppe von Kindern zusammenzustellen. Aber sie haben es geschafft.
Am Ende hatten sie 55 Probanden, was eine geringe Anzahl von Personen ist. Sie nahmen diese Kinder, und ich möchte hier etwas unterstreichen, weil das sehr wichtig ist, diese Probanden in den niederländischen Studien, die als Dutch Protocol bekannt wurden, waren Kinder, die als kleine Kinder in der Grundschule an Geschlechtsdysphorie litten und nicht als Teenager oder frühe Heranwachsende, wie es heute der Fall ist. Sie hatten keine anderen signifikanten Probleme mit der psychischen Gesundheit. Das sind zwei wirklich wichtige Kriterien, die Sie im Auge behalten müssen, wenn ich darüber spreche. Diese Kinder wurden im Alter von 12 Jahren mit Pubertätsblockern behandelt, die zuvor noch nie zu diesem Zweck eingesetzt worden waren. Und bis heute sind Pubertätsblocker in keinem Land für den Einsatz bei Geschlechtsdysphorie zugelassen oder von der FDA genehmigt. Sie sind nur für andere Zwecke zugelassen. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Frühpubertät, bei der Kinder mit 5, 6 oder 7 Jahren in die Pubertät kommen, weil sie einen anormalen Hormonspiegel haben. Und das ist dokumentiert. Es ist ein medizinischer Zustand, also es ist dafür zugelassen. In den 90er Jahren verabreichten die Niederländer dieser Gruppe von Kindern im Alter von 12 Jahren Pubertätsblocker. Im Alter von 16 Jahren gaben sie ihnen gegengeschlechtliche Hormone, Testosteron für die Mädchen und Östrogen für die Jungen. Und dann mit 18 wurde ihnen eine Operation angeboten, wenn sie sich dafür entschieden. Es gab viele Probleme mit dieser Studie, auf die ich nicht näher eingehen werde. Aber es ist gut dokumentiert, dass es eine Menge Probleme mit der Art und Weise gab, wie diese Studie konzipiert und durchgeführt wurde. Zum Beispiel gab es keine Kontrollgruppe. Man hat nicht eine andere Gruppe von 50 Kindern genommen mit ähnlichen Zuständen und sie einfach durch das normale Jugend- und junge Erwachsenenalter gehen lassen, um zu sehen, wie sie sich entwickeln und was mit ihnen geschieht. Es gibt andere Studien, es gibt viele Studien, sogar 11 Studien über diese Art von Kindern, in denen wir sehen, dass wenn wir ihnen keine medizinischen und chirurgischen Optionen geben und ihnen einfach erlauben, eine normale Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter zu durchlaufen, sich bei der überwiegenden Mehrheit, bei etwa 80%, das ist ein Durchschnitt, einige Studien zeigen etwa 90%, sich ihre Dysphorie mit ihrem Körper und ihr Unglücklichsein und Unbehagen mit ihrem Körper auflöst. Es wird sich auflösen. Sie werden ein Gefühl der Akzeptanz und des Wohlbefindens mit ihrer Biologie erreichen. Viele von ihnen werden schwul und lesbisch sein. Nicht alle, aber viele von ihnen. Sie werden weitermachen. Ihre Fruchtbarkeit und ihre sexuellen Funktionen werden intakt sein. Das wissen wir aus 11 Studien. Aber in dieser speziellen Studie, der niederländischen Studie, wurde diese Gruppe von Kindern einer Intervention unterzogen und 1,5 Jahre lang beobachtet, was überhaupt nicht lange ist. Sie fanden heraus, dass ihre Dysphorie nach 1,5 Jahren geringer war. Dieses Dutch Protocol wurde sofort in anderen Ländern adoptiert, auch in den USA, als Lösung für diese Kinder übernommen. Übrigens möchte ich Ihnen hier ein paar Zahlen nennen. Die Tavistock-Klinik in London war die größte Klinik der Welt und sie war die einzige Klinik für geschlechtsdysphorische Kinder in Großbritannien. Als sie 1989 eröffnet wurde, wurden in den ersten 10 Jahren von 89 bis 99 durchschnittlich 14 Kinder pro Jahr behandelt.
Wenn man sich die neuesten verfügbaren Daten ansieht, ich glaube, das ist von 2019 bis 2020, dann hatte die Tavistock-Klinik in diesem Jahr 2700 Kinder, die sich wegen ihrer Geschlechtsdysphorie behandeln lassen wollten. Die Kinder, die jetzt in die Kliniken gehen, genauer gesagt in den letzten 10 Jahren, sind nicht die gleichen Kinder, auf die sich das Dutch Protocol konzentrierte. Es sind Kinder, die ihre Geschlechtsdysphorie im Teenageralter entwickelt haben. Sie hatten nicht schon früh in ihrem Leben ein Unbehagen damit, ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Es handelt sich also um eine andere Gruppe, allein aufgrund dieser Tatsache. Zweitens handelt es sich um Kinder, die eine lange Liste von psychischen Problemen haben. Viele von ihnen fallen unter das Autismus-Spektrum. Sie haben Depressionen. Sie haben Angstzustände. Sie haben ein Trauma erlebt. Sie wurden sexuell missbraucht oder belästigt. Das bedeutet auch, dass wir mit einer völlig anderen Art von Patienten arbeiten. Diese Patienten wurden ausdrücklich aus dem Dutch Protocol ausgeschlossen. Und dennoch nutzen wir das Dutch Protocol und seine Schlussfolgerungen, um diese Kinder medizinisch mit Hormonen und Operationen zu behandeln, durch die sie in vielen Fällen unfruchtbar werden und die ihre sexuelle Entwicklung und ihre Fähigkeit, sexuelle Erregung und sexuelle Reaktionen zu entwickeln, beeinträchtigen. Wir schaffen eine Generation von sterilisierten, asexuellen Menschen. A generation of sterilized, asexual people. Tavistock wird in diesem Moment verklagt. Und das geschieht nicht nur im Vereinigten Königreich. Dies wurde in zahlreichen Ländern versucht, auch in den nordischen Ländern. Soweit ich weiß, ziehen sich alle davon zurück, weil sie einige wirklich schlechte Ergebnisse und negative Folgen für diese Kinder und Menschen gesehen haben, wenn ich das richtig verstehe. Dies führt zurück zu dem Paralleluniversum, von dem ich Ihnen sagte, dass ich das Gefühl habe, in ihm zu leben. In diesem Land kommen unsere Berufsverbände und unsere Gesundheits- und Humandienste und sagen, wir müssen diese Kinder einfach sofort bestätigen und ihnen in einem frühen Alter Hormone und Operationen zur Verfügung stellen. Es ist richtig, dass Tavistock verklagt wurde und geschlossen werden muss, weil es große Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Behandlungen gibt, die den Kindern dort angeboten wurden. Das war die Schlussfolgerung aus dem CAS-Bericht. That was the conclusion of the CAS report. A pediatrician, Dr. Cass, was requested. Ein Kinderarzt, Dr. Cass, wurde gebeten zu überprüfen, was in Tavistock tatsächlich vor sich ging. Irgendwann versuchten die Ärzte dort, ihre Meinung zu äußern. Sie gingen zur Verwaltung und sagten, das ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich nicht wohl bei dem, was hier passiert. Wir zwingen diese Familien im Grunde genommen zur medizinischen Behandlung. Wir gehen zu schnell vor und wir müssen uns zuerst um die psychischen Probleme kümmern. Sie wurden ignoriert und schrieben Artikel, was einen großen Skandal auslöste. Die vielen Leute, die das ans Licht brachten, sind Helden. Und was bei Tavistock noch geschah, ist, dass eine ihrer früheren Patientinnen, Kara Bell, schon früh dazu übergegangen ist, sich als Mann zu identifizieren. Sie identifizierte sich als Mann und durchlief dann die ganze affirmative Behandlung. Dann stellte sie fest, dass sie es bedauerte. Zusammen mit einem der dortigen Mitarbeiter brachte sie ihren Fall vor den obersten Gerichtshof in England. Das war der Auslöser für die ganze Sache. Kara Bell war mutig genug zu sagen, ich habe das durchgemacht und ich bereue es. Was ich wirklich gebraucht hätte, war Hilfe für meine psychischen Probleme.
Man hat mir eingeredet, dass mein ganzer Kummer nur mit meiner Gender-Identität zusammenhängt. Und das, wenn ich als Mann leben und als Mann gelten würde, indem ich mir die Brüste entfernen lasse, ich glücklicher wäre und meine psychischen Probleme sich bessern würden. Das ist also das Tavistock in England. Aber auch andere Länder wenden sich von der affirmativen Behandlung ab. Sie schlagen Alarm und sagen, Moment mal, wir müssen uns das genau ansehen. Wir brauchen mehr Daten. Die uns vorliegenden Untersuchungen sind nicht schlüssig und unzureichend. Wir können keine 10- oder gar 8-Jährigen, wie jetzt hier in den USA, 8-Jährige bekommen Pubertätsblocker. Hier in den USA. 8-Jährige can get puberty blockers in the US. So places like Sweden, Finland, Länder wie Schweden, Finnland, Frankreich und Belgien machen eine Kehrtwende, wenn es um die sogenannte gender-affirmative Behandlung geht. Sie sagen, die wichtigste Behandlung für diese Kinder muss die psychische Behandlung sein. Das muss an erster Stelle stehen. Auch in Australien und Neuseeland haben Ärztegruppen Erklärungen und Empfehlungen veröffentlicht, die in dieselbe Richtung gehen. Medizinische Behörden in Schweden, Finnland, Großbritannien, Belgien und Frankreich sagen alle, nein, wir können das nicht tun, denn es ist nicht sicher. Wir haben die Daten nicht. Wir schaden unseren Kindern. Wir haben keine Beweise dafür, dass diese Maßnahmen den Kindern auf lange Sicht wirklich helfen. Ich spreche nicht von 1,5 Jahren. Wir brauchen 10 Jahre, 20 Jahre auf lange Sicht. Denn die Forschungsergebnisse, die wir über diese Eingriffe bei Menschen mit Geschlechtsdysphorie haben, die Studien, die wir haben, die über 20, 30 Jahre gehen, sind nur wenige. Im Grunde gibt es nur eine wirklich gute Studie aus Schweden, die uns zeigt, dass die psychischen Probleme in dieser Bevölkerungsgruppe gleichbleibend hoch sind. Besonders alarmierend ist, dass das Selbstmordrisiko nach wie vor 19 Mal höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Wir müssen hier also wirklich Fragen stellen. Wir sterilisieren diese Menschen. Wir geben ihnen medizinische Behandlungen, die eine lange Liste medizinischer Probleme verursachen. Herz-Kreislauf-Probleme, Blutgerinnsel, Herzinfarkte, Krebs und Nierenversagen. Wir bringen Mädchen in die Menopause. Es gibt Mädchen, junge Frauen in ihren späten Teenagerjahren und Anfang 20, die sich fragen müssen, wie gehe ich mit Hitzewallungen um? Wie gehe ich mit Schlaflosigkeit, Angstzuständen und Vaginalatrophie um? How do I deal with insomnia, anxiety, vaginal atrophy? This is the so-called das ist die sogenannte gender-affirmative Behandlung, die all die Organisationen und unsere Gesundheits- und Sozialdienste und der Präsident Ärzten wie mir als einzige akzeptable Betreuung für diese jungen Menschen aufzwingen. Sie sagten, dass diese Geschlechtsdysphorie ein seltener Zustand ist. Aber jetzt, wie Sie mit Tavistock erklärt haben, sind diese Zahlen explodiert. Nach allem, was Sie mir jetzt gesagt haben, und wenn ich selbst darüber nachdenke, führt die Kombination aus Ideologie, Indoktrination in Bezug auf die Frage der Identität und Gruppendruck
zu diesen Ergebnissen? Gibt es dazu Studien? Ja, es gibt Studien, vor allem von Dr. Lisa Littman, einer medizinischen Forscherin an der Brown-Universität. Sie hat 2018 eine Studie veröffentlicht, eine sehr wichtige Studie. Sie stellte fest, dass es jetzt diese Elterngruppen im Internet gibt, die Eltern von Kindern, die plötzlich ohne vorherige Anzeichen dafür sagen, dass sie sich mit ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen. Tatsächlich waren sie vielleicht die knabenhaftesten Jungen und die mädchenhaftesten Mädchen. Und plötzlich geben sie bekannt, dass sie entweder das andere Geschlecht haben oder nicht binär sind. Nicht binär bedeutet, dass sie weder männlich noch weiblich sind. Und diese Eltern wurden einfach überrumpelt. Sie waren einfach ratlos. Sie gingen mit ihren Kindern zu Gender-Therapeuten. Die Gender-Therapeuten sagten dann, ja, das ist eine Tatsache und wir werden das bestätigen. Sie haben keine Tochter. Sie haben jetzt einen Sohn. Wenn diese Eltern nun sagen, halt, stopp, das ist mein Kind, ich kenne mein Kind. Ich weiß, dass mein Kind autistisch war oder Schwierigkeiten in der Schule hatte oder dass mein Kind vor ein paar Jahren belästigt wurde. Ich kenne mein Kind. Der Gender-Therapeut würde sagen, wenn Sie Ihre Tochter nicht als Ihren Sohn akzeptieren wollen, sind Sie das Problem. Und oft sagten sie das nach ein oder zwei Sitzungen mit der Familie. Und sie sagten es vor den Augen des Kindes. Diese Eltern schnappten sich ihr Kind und rannten davon. Aber sie wussten nicht, wohin sich wenden. Dann begannen sie, einander im Internet zu finden. Sie waren online anonym, weil viele von ihnen Angst hatten, ihren Namen zu nennen und zuzugeben, dass sie den Prozess in Frage stellten. Denn egal, wohin sie sich wandten, ob zu ihrem Gender-Therapeuten, ihrem Beratungslehrer in der Schule oder ihrem Kinderarzt, man sagte ihnen, dass ihre Reaktion transphob sei. Nur ihre Tochter wüsste, wer sie sei. Wenn sie ihren Sohn weiterhin ablehne und nicht mit der neuen Identität ihres Kindes einverstanden seien, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind Selbstmord begeht. Their child's new identity, they are going to increase the chance of their child committing suicide. I've talked to a lot of these parents. Ich habe mit vielen dieser Eltern gesprochen. Und ich werde auch weiterhin mit ihnen sprechen. For most of them, the most difficult thing they've ever gone through. Für die meisten von ihnen war dies das Schwierigste, was sie je in ihrem Leben erlebt haben. Das zerstört Familien und Ehen. Das Kind wird so indoktriniert, dass es glaubt, wenn seine Familie und seine Eltern nicht mitmachen, dann ist sein Zuhause nicht sicher. Seine Eltern sind giftig und es könnte wirklich darüber nachdenken, sie zu verlassen. In der Studie von Lisa Littman aus dem Jahr 2018 hat sie 126 Eltern befragt und ihnen eine Reihe von Fragen gestellt. Es handelte sich um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Zunächst einmal war diese Gruppe anders als die frühere Gruppe von Kindern, die im Dutch Protocol untersucht wurde. Und die hauptsächlich aus Jungen bestand. Diese Kinder waren überwiegend Mädchen. Es waren vor allem Mädchen, die sich als transgender oder nicht binär identifizierten, und zwar nachdem viele ihrer Freunde es ebenso getan hatten. Sie waren in Freundesgruppen, die sich ebenfalls als transgender identifizierten, und viele von ihnen hatten sehr viel Zeit im Internet verbracht. And a large number of them had spent enormous amounts of time online. And this is where transgenderism Hier beginnen sich Transgenderismus und die Covid-Lockdowns zu überschneiden.
Durch die Covid-Lockdowns und die Tatsache, dass die Kinder nicht zur Schule gingen und rund um die Uhr online waren, entweder mit Freunden oder sie sahen sich YouTube an oder waren auf anderen Plattformen, wurden sie mit diesen Ideen über Transgenderismus konfrontiert. Es gibt Hunderte von Influencern auf YouTube und anderen Plattformen, die ihren Weg und ihre Umwandlung vom Mann zur Frau oder von der Frau zum Mann beschreiben. Oh, ich nehme seit heute Östrogen. Ich bin so aufgeregt, meine Brüste wachsen. Oder ich lasse mir Gesichtsbehaarung wachsen. Ich kann es nicht glauben. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. In der Studie von Lisa Littmann wurde auch festgestellt, dass die Kinder viel Zeit in den sozialen Medien verbracht haben. Es gab auch noch andere Dinge, aber das Wichtigste, worauf ich mich jetzt konzentrieren möchte, ist, dass eine große Anzahl von ihnen weiblich war. Und das war das Gegenteil von dem, was wir in der Geschichte des Transgenderismus immer gesehen haben. Es war immer ein Verhältnis von 6 Männern zu einer Frau. Auf der Grundlage dieser Studie schlussfolgerte Dr. Littmann, dass diese neuen Kinder, die wir jetzt sehen, die sich als Transgender identifizieren, das Ergebnis einer Art sozialer Ansteckung sind. Im Bereich der psychischen Gesundheit wissen wir bereits über soziale Ansteckung Bescheid. Wir wissen, dass sich bestimmte Verhaltensweisen und Überzeugungen in Freundeskreisen verbreiten können. Wir wissen, dass von Essstörungen, Magersucht und Selbstmord. Dr. Littmann schlussfolgerte, dass diese Kinder, die wir derzeit in den Kliniken sehen, die Schlange stehen für Pubertätsblocker und gegengeschlechtliche Hormone und Operationen. Sie nimmt an, dass dies Teil einer sozialen Ansteckung ist. Was ist schließlich mit dem Dutch-Protokoll geschehen? In vielen Ländern wurde dies zum Behandlungsstandard. Nur, dass die Niederländer selbst vor nicht allzu langer Zeit aufstanden und die Kliniker in den USA und anderen Ländern fragten, warum verwendet ihr unsere Forschungsergebnisse als Grundlage für das, was ihr jetzt mit dieser neuen Gruppe von Kindern macht? Und wohlgemerkt, sie haben diese Kinder nur 1,5 Jahre lang beobachtet. Und es scheint im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre zu dauern, bis sie Reue entwickeln oder diese Reue zum Ausdruck bringen. Es dauert Jahre. Die Niederländer selbst sagen, wir brauchen mehr Daten. Sie können unsere Schlussfolgerung aus unserer Forschung nicht auf diese aktuelle Gruppe von Kindern anwenden. Demnächst bei American Thought Leaders. Wie lauten die aktuellen Richtlinien zur Behandlung von Geschlechtsdysphorie in den USA? Wie stark unterscheiden sie sich von den Standards anderer Länder wie Großbritannien und Schweden? In den Vereinigten Staaten und Kanada gibt es keine untere Altersgrenze für diese medizinischen Behandlungen. Was sollen Eltern tun, wenn ihr Kind sagt, dass sein Geschlecht nicht mit seinem biologischen Geschlecht übereinstimmt? Und warum werden Kinder in immer jüngeren Alter über Geschlecht, Sexualität und Genitalien aufgeklärt? Wenn sie die Highschool erreichen, haben sie schon so viel gesehen und gehört. Sie formen das Kind, damit es eine bestimmte Einstellung hat.